Sie ist schnell, zuverlässig und beliebt. Daniela Rasek, geboren in Plauen, wohnt nun in Adorf und hat im Nachbarort Bad Elster einen Job als Küchenhilfe gefunden. Das ist zunächst scheinbar nichts Weltbewegendes. Ist es leider doch. Daniela Rasek ist behindert. Sie trägt seit 10 Jahren einen Herzschrittmacher. Die gelernte Modenäherin und Modeschneiderin fand nach der Ausbildung keine Arbeit. Ich habe mich überall beworben. Egal was, ich habe mich überall beworben. Eine Behinderung schreckt scheinbar viele Arbeitgeber ab. Dabei ist Daniela körperlich kaum eingeschränkt. Ich kann wie ein normaler Mensch mit einem Schrittmacher genauso aktiv am Leben teilnehmen wie jeder andere. Doch etwas kann ja schon gefährlich werden. Magnetfelder. Also wenn man ein Handy kauft, kann ich halt nicht auf der linken Seite telefonieren, sondern auf der rechten Seite. Oder wenn man jetzt, in so ein Magnetfeld reingeht, wenn ich Achterbahn fahre, kann ich halt nicht, weil es halt auf den Schrittmacher drückt. Das ist aber auch schon alles. Dennoch wurden ihre Bewerbungen abgelehnt. Das Problem ist halt, es gibt Maschinen, wo man halt nicht ran kann. So eine Maschine gibt es auch hier in der Küche. Den Herd, sprich das Induktionskochfeld, muss Daniela meiden. Kein Problem, schließlich ist die Küche groß genug. Für die junge Frau und die Betreiber der Gaststätte kein Thema. Die Problematik wurde im Vorfeld besprochen und gut. Ich denke, dass diese Aufklärungsarbeit durch uns bei den Arbeitgebern weitergehen muss. Behinderung heißt eben nicht nur der Mensch im Rollstuhl oder nicht nur vielleicht der behinderte Mensch, der ein Arm oder ein Bein fehlt. Behinderung kann vielfältig sein. Behinderung kann psychischer Natur sein. Behinderung kann eine Diabeteserkrankung sein. Behinderung kann auch ein Krebskranker sein, der nach seiner Genesung dann in aller Regel den Grad einer Behinderung erfährt. Und ich denke, es ist eine Sache des Arbeitgebers, wie er auch versteht oder sich darauf einlässt, eben diese behinderungsgerechten Arbeitsplätze zu schaffen oder auch Arbeitsprozesse so zu gestalten. Das Jobcenter vermittelte Daniela an das Erdäpfel- und Steakhaus in Bad Elster. Zunächst absolvierte sie eine 3-monatige Probezeit. Das war für uns 3 Monate lang kostenlos. Und dadurch ging das dann durch ihre gute Arbeit nahtlos in eine Vollzeitbeschäftigung über. Über dieses Instrumentarium gelingt es uns durchaus, Arbeitgeber und Arbeitnehmer enger zusammenzubringen, einen Teil vielleicht auch der Vorbehalte abzubauen, die da sind. Und wir konnten im letzten Jahr 65 solcher Probebeschäftigungen bei Arbeitgebern platzieren. Natürlich war das schon eine Umstellung für Daniela. Schließlich hat sie das nicht gelernt. Naja, man muss sich erstmal reinfitzen alles. Im warmen Bereich kann ich halt nicht, wegen Schrittmacher. Das ist halt mit Magneten und so. Dafür mache ich halt die kalte Küche. Und das macht sie richtig gerne. Salate vorbereiten, garnieren, ein wenig Aufwasch, Buffet. Inzwischen hat sie sich bestens eingearbeitet und auch eingelebt. Wir haben ein junges Team und sie konnte sich von Anfang an super integrieren. Die machen auch privat viel miteinander, dann hat sich gut eingespielt, ja. Stefanie Gall kennt Daniela auch privat. Was hält sie dienstlich von ihr? Ganz lustig, ganz okay. Sie macht ihr Zeug. Ich bringe ihr ab und zu noch ein bisschen was bei. Ja, sie mag ich ganz doll, habe mich auch so akzeptiert, wie ich bin. Ja, dann macht es am meisten Spaß. Wir sind mit ihr sehr zufrieden und ich denke mal, das, was von ihr so rüberkommt, gehen wir auch davon aus, dass auch sie hier glücklich ist. Das ist sie wirklich. Wunschlos glücklich, denn... Hab ja alles. Hast du alles? Ja. Hast du eine Wohnung? Ich habe eine Wohnung, ich habe einen Freund, ich habe gute Arbeitskollegen, gute Freunde. Hab ja alles. Daniela Rasek ist die Ausnahme von der Regel. Nach wie vor haben Behinderte wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt.